Spiel und das Spiel ist freigegeben. Kassel stößt an, wie gewohnt, in den roten Auswärtstrikots erstmal von rechts nach links. Und Döringer mit einem ersten Abschluss. Heimann kann den nur klatschen lassen, gibt die nächste Ecke. Er kriegt da den Ball, zieht den frech aufs kurze Eck. Der prallt nochmal davor auf den Boden auf und Heimann ist aber zur Stelle. Das ist auch stark für den 20-Jährigen da, einen Marcel Sökler so aus dem Spiel zu nehmen bis jetzt. So, und jetzt hat Özkayama Platz auf der rechten Seite. Es sieht, dass Reisig einstartet. Ruben Reisig, 1:0 für den SGV Freiberg. Und so schnell geht's. Das war klasse gespielt. Ich habe die Abwehrreihe da hinten noch gelobt. Jetzt ist einmal Platz da. Wie gesagt, das ganze Ding hier entspringt aus einem Kassler Einwurf, den Döringer nicht gut in die Mitte bringt. Mit Kräuter Fürth in die Bundesliga aufgestiegen. Aber wir schauen hier erstmal auf den Eckstoß und der kommt aufs Tor und der liegt auf der Linie. Da ist dann aber abgepfiffen schon von Fabian Michel. Hier schauen wir nochmal rein. Kopfball, Heimann hat den wohl nicht ganz fest oder eben doch. So, David Tomic. Tomic trifft die Latte! Kündigt und es hat sich gelohnt. Hier David Tomic, klasse getreten, der senkt sich toll. Sündermann angewachsen auf der Linie, kann da nur noch hinterher gucken. Ja, und dann ist es auch schon vorbei. Halbzeit. Pünktlich wie die Maurer geht's hier in die Kabine zwischen dem SGV Freiberg und KSV Hessen-Kassel. Soll jetzt in der Rückrunde helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Da geht ein Mann in Rot zu Boden. Elfmeter gibt's keinen. So, Tomic hat den Überblick auf Mauersberger. Der kann ihn jetzt in die Mitte legen. Da ist Hermann mitgelaufen. Er hat Platz. Jetzt machen sie es vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Mauersberger, Sökler in Abschlussposition. Sieht man nicht im Bild. Was man sieht, ist David Tomic. Und der schlägt einen Freistoß Richtung zweiter Pfosten. Und das Ding ist richtig heiß. Beste Chance des zweiten Durchgangs. Marlon Sündermann ist dran. Freistoß kommt zu Sökler auf den zweiten Pfosten und er drückt ihn aufs kurze Eck. Der hätte gepasst. Schlussviertelstunde bricht gleich an und das ist wieder Meha. Und er ist gut getreten. Rinaldi. Ah, schade. Versucht ihn da frech abzulegen in die Mitte. Da kommt nur keiner ran. Und jetzt Achtung. Boah, klasse. Tackling von Cuhinha. Ohne Foul den Ball erobert. Jürgens zieht nicht in die Mitte, sondern nimmt Tomic mit. Und Cuhinha verpasst um Haaresbreite die Entscheidung. Also allzu viele von denen sollten sie nicht mehr liegen lassen. Und jetzt erlöst. Nee, sie hat die Pfeife im Mund. Und jetzt ist es rum. Fabian Michel erlöst den SGV Freiberg und das ist ein unfassbar, unfassbar wichtiger Sieg im 6-Punkte-Spiel für den SGV Freiberg. Das tut richtig gut.